Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Kamichanik Simulator. Da bin ich wieder. So, für euch wahrscheinlich zwei Tage später. Für mich immer noch dieselbe Aufnahmesession. Ja. So, wir gucken mal hier. Dup, dup, dup. Den brauchen wir zweimal. Bremssattel könnten wir jetzt zumindest einmal reparieren. Den brauchen wir zweimal. Die brauchen wir jetzt nicht, die können wir reparieren. Radnabe weiß ich jetzt nicht, ob ich die repariert bekomme überhaupt. Der ist auch kaputt. Radlager zweimal. Ich glaube, die kriege ich nämlich auch nicht repariert. Das Ankerblech kriegen wir repariert. Koppelstange kriegen wir, glaube ich, nicht mehr repariert. Also die sowieso nicht, die ist sowieso kaputt. Der ist auch kaputt. Oh ja. Den kriegen wir auch nicht mehr repariert. So, das zweimal. Zweimal. Und die Dings auch noch. Okay. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich echt nicht ran, ich muss jetzt echt hochfahren. Querlenker, den kriegen wir noch repariert. Der ist kaputt. Ich brauche ich dann noch. Der ist auch kaputt. Yo. Ich habe schon eingetragen. Habe ich glaube ich schon mal eingetragen, ne, die Ding. So, dann mache ich mir mal ganz kurz schnell auf die Spur. Bring mal die Dinger schon mal weg. So, der ist fertig. Der ist auch im Eimer. So, die Buchse raus und dann kriegen wir das Teil auch noch raus. So, den Stabilisator habe ich schon eingetragen. Hier die Buchse raus und hier mal die Buchse raus. Wie sieht der aus? Ich trage den mal ein, der sieht nämlich kaputt aus. Ja, ist er. Im Eimer. So, dann haben wir alle Teile schon.
Dann würde ich sagen, wir gehen mal reparieren. So, dann läuft das. Sehr gut. Achso, warte mal, dann nehmen wir gleich mal die Dings mit. Danke. Nämlich keine Zeit hier, wir müssen uns beeilen. Naja, beeilen müssen wir uns nicht wirklich. Aber man kennt das ja, Zeit ist Geld, ne? Radlager, genau. Radlager brauchen wir. Radlager, bitte zweimal. Bremsbeläge zweimal. Da kommt man reparieren und da auch. Gut. Den brauchen wir Gasdruck. Querlenker, bla bla bla, Federunterlage, ihre, hier. Sehr gut. So, ein Traum, wie das alles passt hier. Sehr schön. Stabilisator. Ja, ja, ja. Stabilisator. Einmal hier. Dann kann der auch raus. Bremskolben. Bremsbeläge habe ich auf jeden Fall gekauft. Antriebswelle. HA Feder. Bla bla. Mit Gasdruck kommt auch weg. Rest müssen wir dann jetzt sehen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Hier haben wir 100%. So. Die konnte man tatsächlich auch reparieren. Ich dachte eigentlich gewusst zu haben, dass die nicht zu reparieren sind, diese kleinen Querlenker. Aber wobei doch eigentlich schon. So, den Querlenker HA oben. Querlenker HA oben zweimal. Die Buchsen reichen wieder nicht, ne? Koppelstange HA, Koppelstange HA. Zweimal. Und dann kommt die auch gleich raus. Das ist der Antriebswelle HA. Antriebswelle. Ja, ich habe keine Gummibuchsen groß mehr. Glaube ich mindestens glaube ich noch hier
mal 6 mit. Da sind die schon mal alle. Ich habe das letzte Mal 40 Stück gekauft. 40. Die gehen einfach weg wie warme Semmeln. Wie soll ich es sonst so noch sagen? Nennen. Ja, ich brauche Bremskolben. Querlenker HA Typ B. Ne, das Typ A. Querlenker. Den hier brauche ich. Sehr gut. Dann kommst du noch deiner Buchse hier. Und ich glaube, auf der anderen Seite brauche ich auch noch, ja. Dann kriegst du noch deine kleine Buchse. Koppelstange. Diesen noch. Das fehlt auf der anderen Seite aber auch noch, wa? Oder haben wir da alles? Du musst sowieso gleich gucken. Ja, hier, die Teile fehlen auf jeden Fall noch drüben. Na. Bremskolben, Federunterlage. Mal 2. Feder auch mal 2. Man nämlich dann doch nicht mehr repariert hier. So, hier fehlt noch eine Buchse. Blup. Und dann fehlt hier unten die kleine Gummibuchse. Jetzt kann man nämlich auch den Querlenker HA Typ A. Querlenker HA Typ A. Ja. Hallo. Gut. Alles 100%, Leute. Wir sind fertig. Ja, sehr nice. Was für ein Flitzer, du. Echt nice. Gut, dann gehst du mal bitte auf Diagnosepfad. Dann stellen wir dir mal die Spur ein. Die ist ja richtig verstellt hier. So. So. Und so. Perfekt. Jo. Das war einmal das. Dann werden wir mit dir mal eben. Achso, warte mal, nee, ich wollte dich noch zum Testen schicken, wie du aussiehst jetzt.
799 PS. Alter. Das ist schon übel. 72%. Klasse A. Ah, der ist schon ordentlich. Okay. Dann gehen wir mal mit dir auf die Max-Strecke hier. Das ist ganz gut. Hier ist einfach mal Schluss, glaube ich. Hier kommt eine fette Kurve. Alter. Das sieht man leider überhaupt gar nicht. Ja, sehr krass. Cool. Aber das ist fertig. Wollen wir noch mein Thumbnail und dann passt das. Warte mal. Dann gehen wir mal hier auf Fotostudio. Dann machen wir, ich glaube, die Location. Gibt ja leider nicht so viele von den Dingern. Oh. Okay, bisschen dunkel. Aber immer noch geil. Fotomodus kann man ja Sichtfeld noch einstellen. Focus. Darstellung. Mach mal ein bisschen heller, damit ich den noch ein bisschen sehe. Ah, ich glaube, den lassen wir lieber so. Blende. Okay. Einstellung ausblenden. Ja, sehr nice. Dann haben wir den auch fertig. Schon ein geiles Ding, ne? Aber ich möchte den mal gerne noch, warte mal. Ist viel zu dunkel. Geh mal raus. Kann man auch hier lassen, ist auch eine coole Umgebung, finde ich. Ja, nice Maschine. Was kriegen wir denn jetzt von dem Kumpel hier? Wir haben alles fertig gemacht. Wir haben ja einiges. 157.000 kriegen wir, machen wir Gewinn mit der Kiste. Boah. Wert der Teile sind 52.000. Tuning-Teile macht also 4 aus. Guck mal, wie viele
Tuning-Teil alleine schon bekommst. Zustandsbonus bei 100% kriegst du halt einen hohen Bonus. Der Kaufpreis war mal 38.000. 195.000, geil. Da sind wir jetzt bei 609.000, Leute. Ja, nice. Der Düsenberg ist fertig und ist auch schon weg. Ja, schmerzt mich ein bisschen, weil der war schon geil. War schon geil, aber ich brauche kein Auto. Ich könnte mir natürlich die Autos auch aufheben und so, also für mich. Aber was soll ich damit? Wäre es ja nicht so, dass ich mit dem Auto jetzt hier irgendwo in der nächste Stadt fahren kann. Da mir was zu essen holen kann oder so. Das wäre natürlich geil. Dann würde ich natürlich mir schon einen Schlitten machen. Aber sonst ist es... Es ist sinnlos. Es ist einfach sinnlos, die Kiste dann da irgendwo stehen zu haben. Nächste Folge. Ja. Haben wir ja hier noch einiges. Ach, wir haben ja schon. Guck mal. Den haben wir ja gekauft, ne? Stimmt, das war ja der für 13.000 oder was war das? 38.000? Ford haben wir hier noch. Lipson. Schön BMW. Ist immer noch alles voll hier. Oh wei, oh wei, oh wei. Der ist natürlich auch nice hier. 25.000 kostet uns ein weiterer Garagenplatz. M4er. BMW. Na, ich glaube, wir nehmen diesmal tatsächlich den Van. Naja, nehmen wir. Ist zwar leider auch bloß ein ja, so ein Bolt halt. Bolt. Aber egal. So, Kumpel, du stehst hier außerdem mal voll verkehrt. Du musst auf die 2, aber vorher gehen wir waschen, wa? Das Waschen machen wir eben noch in der Folge. Oha! What the fuck? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Krasse Sache. Schickimicki. Ich hätte nicht erwartet, dass die Karosserie noch so gut ist. Dass die echt noch so gut ist. Wir machen schon 65 Gewinne nur durchs Waschen. Ist das nicht nett? Wir könnten den jetzt einfach direkt schon mal verkaufen mit 65 Dollar hier Gewinn machen. 65 Dollar, ja. Das ist ja unglaublich. Motortechnisch ist da nicht viel, wie gesagt, ja. Aber von außen wird er richtig geil werden, richtig schick gemacht. Tun muss man den jetzt auch nicht unbedingt. Geiles Ding. Sieht ja schon nice aus, ne? Aber pushen kriegt er auf jeden Fall dickere wieder drauf. Da mache ich dickere drauf. Vorne und hinten. Und andere Felgen. Nice. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann können wir den ja anfangen. Dann machen wir die Karosserie wie immer. Am Anfang und dann den Rest nach und nach. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.